Ja, hallo, ich bin, wie schon gesagt, Konstantin Käfer. Ich habe mit Drupal zu tun gehabt beim Summer of Code 2006 und da habe ich die Administration Usability Improvements, hieß das Projekt. Und zwar waren es alle möglichen Sachen mit ja, Ajax, JavaScript und so weiter, um die Bedienung von Drupal schneller zu machen. Dann habe ich auch einen Artikel für den Webcrowds Adventskalender über Drupal geschrieben. Ein paar von Ihnen kennen vielleicht die Webcrowds. Außerdem helfe ich auch noch bei der deutschen Übersetzung mit und habe ja etliche Teile von deutschen Übersetzungen ja, eben übersetzt. Und ich habe auch verschiedene Module für Drupal geschrieben. Ein paar sehen Sie hier. Zunächst mal, warum überhaupt Drupal? Und um das zu beantworten, müssen wir erstmal wissen, was Drupal ist. Drupal ist ja, kostenloses, quelloffenes Content-Management-System. Die Zielgruppe von Drupal ist eigentlich ziemlich vielschichtig. Und zwar zum einen ist es, wie gesagt, ein Content-Management-System für Benutzer. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Web-Application-Framework für Entwickler. Das hat zur Folge, dass man Drupal ziemlich universell einsetzen kann. Ja, so ein schönes Diagramm. Und zwar haben wir das so eine Produktseite auf der einen Seite. Das geht dann bis hoch zu ziemlich dynamischen Webseiten wie Gruppen, Blogs oder Foren auf der anderen Seite. Drupal ist so ausgelegt, dass es eigentlich jedem ermöglicht, eine Website, eine interaktive Website mit vielen Benutzern zu bauen. Drupal wird oft auch als Community CMS bezeichnet. Freie Software. Drupal steht unter der GPL 2. Ich denke mal, die meisten wissen hier, was das ungefähr bedeutet. Dadurch, dass Drupal Open Source ist, hat es auch die Vorteile, dass Fehler, wenn sie gefunden werden, ziemlich schnell behoben werden. Dass es eine ziemlich große Anzahl an Testern und Entwicklern gibt. Wenn irgendwo was mal nicht klappt, dann kommt bestimmt innerhalb von ein paar Tagen ein Bug-Report auf drupal.org und das Ganze wird mehr oder weniger schnell behoben. Ja, wer nutzt Drupal? Das ist genauso vielschichtig wie die Anwendungsbereiche, und zwar zum einen Communities wie Drupal, Mozilla von spreadfirefox.com und alle möglichen anderen Open Source Communities auch. Dann gibt es Medien, zum Beispiel Twit.tv, falls Ihnen das was sagt. Das ist so eine amerikanische Podcasting-Seite, das ist relativ populär und relativ groß. Dann BBC benutzt das Ganze auch für ihre Podcasting-Website und MTV benutzt das Ganze auch für den MySpace-Clone. Wir haben sogar jemanden im Publikum, der an der MTV-Website mitgearbeitet hat. Ja, das ist die MTV-Website vor ein paar Tagen. Dann wird es auch von Präsidentschaftskandidaten in Amerika benutzt. Und zwar haben wir dann Chris Dodd und dann Mike Revelle. Das ist die Hauptwebsite von denen. Und auch für den Wahlkampf 2002 ist sie vom Howard Dean benutzt worden. Damals Civic Space oder sowas hieß das, glaube ich. Okay. Dann auch die NASA benutzt Drupal. Und Zeitungen, Zeitschriften und so weiter benutzen auch Drupal. Die Welt benutzt Drupal für Website und Zeit und so weiter. Und noch ganz, ganz viele mehr. Die Drupal-Community hat es geschafft, innerhalb von den letzten 2 Jahren relativ viele Konferenzen auszurichten. Meistens gibt es jedes Jahr 2, eine in Nordamerika, eine in Europa. Die nächste ist vom 18. bis zum 22. September in Barcelona. Wenn man sich dafür interessiert, lohnt sich das auf jeden Fall, weil da alle möglichen Vorträge über Drupal sind und dass da richtig zur Sache geht. Eine Drupal-Community ist im Laufe der Zeit auch ziemlich schnell gewachsen. Das veranschaulicht das. Inzwischen gibt es alle möglichen Dienste rund um Drupal, zum Beispiel Bright. Die Firma hostet Drupal-Installationen. Dann gibt es haufenweise Entwickler und so weiter. Den Erfolg von Drupal sieht man auch an der Website drupal.org, das ist die Hauptwebsite, wo alle Aktivitäten zusammenlaufen. Und zwar ist es fast exponentieller Anstieg an den also Nodes, sind halt einzelne Seiten, Kommentare, ja, eben Kommentare und Benutzer genauso.
Und was vielleicht wichtig ist für einen kommerziellen Erfolg mit Drupal, ist, dass es auch ziemlich viele Drupal-Firmen gibt, die eben Support auch für Drupal anbieten und eben auch ja, kommerziell Drupal benutzen. Bei Drupal hat Sicherheit Priorität. Es gibt relativ wenig Sicherheitslücken und relativ selten. Und momentan gibt es überhaupt keine bekannten Exploits. Auch der Rasmus Lerdorf, falls den jemand kennt, der hat Probleme gehabt, Sicherheitslücken in Drupal zu finden. Er hat welche gefunden, aber okay. Und ja. Drupal ist sicher, weil eben konsequent auf so Sachen wie APIs gesetzt wird, damit Leute nicht direkt irgendwelche Sachen an der Datenbank rumfuhrwerken können und so weiter. Außerdem gibt es auch ein festes Sicherheitsteam, das sich um die Sachen kümmert und Sicherheitsankündigungen werden auch schnell verbreitet. Dann zu den Konzepten in Drupal. Drupal, die Architektur von Drupal ist, ja, als erstes braucht man natürlich Hardware, wo das Ganze drauf läuft, dann Betriebssystem, klar, Webserver braucht man, PHP 4 oder 5, mit der nächsten Drupal-Version ist es bloß 5, also mit nächster Drupal-Version meine ich Drupal 7, nicht Drupal 6, das in den nächsten Wochen oder so rauskommen sollte, und relationales Datenbankmanagementsystem, also die MySQL wird am häufigsten verwendet, aber man kann auch PostgreSQL verwenden und theoretisch können auch andere, ich glaube es gibt SQLite Treiber oder was für Drupal. Dann Drupal ist im Prinzip dreischichtig aufgebaut und so ist er zum einen der Kern, der die ganzen Support-Funktionen bereitstellt und die grundlegende Infrastruktur. Dann gibt es da ganz viele Module außenrum, die stellen die eigentliche Funktionalität von einer Website bereit, also zum Beispiel Benutzerregistrierung, Anzeige von Daten und so weiter. Und zum Schluss ist der Beam Layer, der das Ganze eben in eine normale Website verpackt. Im Datenbankmanagementsystem sind die Daten, dann die Logik steckt größtenteils in den Modulen und die Präsentation ist in den Themes. Das Grundkonzept von Drupal ist Nodes. Ja, Nodes liest man überall, aber was ist eigentlich ein Node? Und zwar, ein Node ist im Prinzip eine Seite in Drupal. Und zwar zu einem Node können mehrere Sachen, zum einen die Metadaten, was es für eine Art von Node ist, wann erstellt worden ist und so weiter. Dann ob er veröffentlicht ist und so weiter, ob die Seite eben veröffentlicht ist, sichtbar ist und die eigentlichen Nutzdaten, also der Inhalt von der Seite quasi. Und der kann auch eben revisioniert werden. In Drupal ist eigentlich so ziemlich fast alles ein Node und zwar sind das ganz normale statische Seiten, Artikel, das sind sogenannte einfache Nodes, da kann man beliebig viele davon erstellen mit Drupal 5 und wenn man zum Beispiel einfach einen neuen Seitentyp braucht, dann geht man einfach auf neuen Inhaltstyp erstellen und gibt da ein paar Daten ein, wie der heißen soll und so weiter und dann hat man das. Dann Forenbeiträge sind auch Nodes, Buchseiten sind so eine Art hierarchische Strukturen, teilweise wegen mit Wiki-Funktionalitäten, das ist momentan wegen seltsam und alles wegen im Umbruch mit den Buchseiten. Dann Umfragen sind Nodes, Blog-Einträge, und auch Ereignisse, also Termine, sind auch Nodes. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die Nodes sein können. Dann Nodes haben grundsätzlich erstmal bloß ein Titelfeld und einen Textkörper, wo man einfach ganz normal Text reinschreiben kann. Das reicht für viele Anwendungszwecke aber nicht aus. Deswegen können Module auch neue Inhaltstypen definieren, die noch viel mehr Felder haben, wo man dann zum Beispiel eben wie das Event-Modul, womit man Termine anlegen kann, da kann man dann zum Beispiel Starttermin, Endtermin und so weiter anlegen. Zusätzlich zu den normalen Feldern können diese Module noch weitere Felder definieren. Als Beispiel haben wir das Poll-Modul, da kann man eben halt Umfragen erstellen. Okay. Dann einige Beispiele für Module, die Nodes erweitern, sind
das Menümodul, mit dem kann man Menüpunkte in der Menüstruktur anlegen, dann Gliederungen erstellen mit dem Book-Modul, den ganzen Nodes eben suchmaschinenfreundliche Adressen geben mit dem Path-Modul, die ganzen kategorisieren mit dem Taxonomy-Modul, Dateianhänge anfügen und ja, Statistiken über wie oft die abgerufen werden und so weiter machen. Und registrieren, also das RSVP-Modul, da kann man zum Beispiel darum bitten, dass sich Leute für irgendein Event registrieren. Das heißt also, ich mache ein normales ein Event-Node, also Ereignis, Termin, und dann kann ich das RSVP-Modul aktivieren oder Sign-up-Modul, da gibt es alle möglichen, und dann können sich Leute, die eben zu diesem Event hinkommen wollen, registrieren auf der Seite direkt. Und dann kann man Kalender anzeigen lassen, einen Ort festlegen, das heißt also, jeder Node kann auch einen bestimmten Ort, also Längen- und Breitengrad zum Beispiel zugewiesen bekommen. Das kann man dann für alle möglichen Sachen wie Google Maps verwenden und so weiter. Dann kann man zum Beispiel zu einem Termin anzeigen, wo der stattfindet. Dann kann man Sachen wie Bilder anhängen, Zugriffskontrolle und haufenweises andere Zeug auch noch. Das nächste Interessante ist das Content Construction Kit. Damit kann man Nodes nämlich noch viel erweitern. Und zwar kann man damit zu Nodes beliebige eigene Felder hinzufügen. Man kann quasi, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie es von Access, von Microsoft Access, da können Sie auch so Eingabemasken für Ihre Datenbank erstellen. So ähnlich ist es mit dem Content Construction Kit auch, weil man da eben einfach Eingabemasken für Inhalt erstellen kann. Das heißt also, ich habe zum Beispiel bei einer Schulwebsite einen Inhaltstyp oder Node-Typ Lehrer. Und der hat dann zum Beispiel Sprechstundenzeit, der hat einen Raum zugewiesen, wo der ist, dann hat er Vorname, Nachname, was für einen Dienstgrad er hat und so weiter. Alles Mögliche kann man denen zuweisen, Bilder von dem Lehrer und so weiter. Und ja, man kann zu diesen Nodes eben ganz viele verschiedene Datenfelder hinzufügen. Und das Content Construction Kit wird auf relativ vielen Drupal-Webseiten verwendet, das ist aber als optionales Modul verfügbar, das ist nicht im Drupal Core. Und es sind aber Versuche da, das eben in Core zu integrieren. Das nächste Konzept in Drupal sind die Eingabeformate. Und zwar legen die fest, wie der Benutzer eingegebenen Text, wie der Text verarbeitet werden soll. Wenn man einen normalen Text in ein Formular eingeben soll, dann kann man den ja nicht einfach so wieder darstellen, weil da alle möglichen Sicherheitslöcher geöffnet werden. Man kann die Session vom Benutzer irgendwie übernehmen und man kann irgendwelche Cross-Site-Scripting-Lücken ausnutzen, falls Ihnen das was sagt. Auf jeden Fall ist es nicht sicher. Deswegen müssen wir bestimmte HTML-Tags und Attribute rausfiltern. Außerdem können diese Filter auch dazu benutzt werden, um Manipulationen am Text vorzunehmen. Zum Beispiel können wir, wenn der Benutzer einfach eine Adresse eingibt, können wir die anklickbar machen, also A-Tags drumherum basteln. Dann kann man zum Beispiel auch Markdown oder Textsal oder alle möglichen anderen Eingabeformate benutzen. Da braucht man nur mal HTML schreiben, sondern kann eben dieses Markdown schreiben. Dann gibt es auch Module, die durch bestimmte Tags irgendwelche Bilder platzieren, die dann auch noch alle möglichen Operationen an den Bildern vornehmen, also die in der Größe verändern und so weiter. Oder es gibt auch Module, die dann oder Eingabefilter, die korrektes HTML erzwingen. Das heißt also, wenn das nicht richtig verschachtelt ist, dann kann man das gar nicht speichern. Und es gibt auch Module, die PHP-Code ausführen. Das heißt also, man kann in einer Node auch PHP-Code reinschreiben. Das ist jetzt in Drupal 6 in ein eigenständiges Modul ausgelagert worden, weil es doch nicht so ganz toll ist, wenn das standardmäßig aktiviert ist, weil damit eben auch Schindluder getrieben werden kann. Und man kann auch alle möglichen anderen Sachen mit Eingabefiltern machen. So schaut dieses Eingabefilterformular unter einem Node aus. Und zwar kann man da, das sind Standardeinstellungen bis auf das Markdown. Und zwar kann man da ja gefiltertes HTML eingegeben, also bloß ein paar Tags sind erlaubt. Dann kann man auch PHP-Code auswählen. Das sind auf jeden Fall die Standardoptionen in Drupal 5. Ja, zu den Modulen.
Im Prinzip sämtliche Funktionalität von Drupal ist in Modulform und man kann die meisten Module auch aktivieren oder deaktivieren, wenn man sie nicht braucht. Bis auf ein paar, zum Beispiel das Benutzermodul, das kann man nicht deaktivieren. Und Module sind eigentlich bloß Dateien mit PHP-Code, können aber noch ein paar andere Sachen dazu, um ein Modul zu machen. Man kann die, wie gesagt, aktivieren und deaktivieren. Und Drupal setzt auf Schnittstellen anstatt von Hacks, weil zum Beispiel wer WordPress kennt, da gab es, ja, ich glaube in der Version 1.0 und 1.5, ich weiß nicht, ob es in 2.0 auch noch gibt, so irgendwie myhacks.php-Datei, wo man dann direkt irgendwelche Sachen ändern konnte, auf jeden Fall ziemlich dubios. Drupal versucht es eben dadurch zu beheben, dass wenn zum Beispiel irgendwas stattfindet, wenn irgendwas passieren soll, dann fragt es erstmal alle Module, ob die irgendwas dazu beitragen sollen. Zum Beispiel, wenn ein Formular angezeigt werden soll, dann werden andere Module gefragt, ob sie zu diesem Formular noch was hinzufügen oder ändern wollen. Und erst wenn das passiert ist, wird das Formular angezeigt. Das sind diese sogenannten Hooks, nennen sich die. Aber ich gehe nicht allzu viel weiter in Modulprogrammierung. Okay. Module, die man zum Beispiel auf einer Firmenwebsite aktivieren könnte, sind eben hier blau hinterlegt. Das sind, nicht alle Module sind standardmäßig bei Drupal dabei. Die meisten oder etliche kann man dann auch von der Website von drupal.org runterladen. Auf einer Community können dann wiederum ganz andere Module interessant sein, zum Beispiel das Taxonomy-Modul, mit dem man einfach ganz normale Tags zuweisen kann, aber auch noch viel mehr machen kann, oder Kommentarmodul, Benutzerprofile und so weiter. Auch vom Weblog sind wieder andere Sachen interessant und so weiter. Also jede Website benötigt andere Module und deswegen kann man die bei Drupal auch deaktivieren, wenn man sie für irgendeine bestimmte Website nicht braucht, dann wird eben der Code gar nicht ausgeführt. Vom Taxonomy-Modul habe ich schon ein paar Mal geredet. Taxonomie ist die Lehre von der Kategorisierung. Damit kann man also Inhalt kategorisieren. Im Prinzip ist Taxonomy so ähnlich wie Tags, was ihr von jedem Weblog-System oder von jeder mittelmäßigen Web 2.0-Anwendung kennen. Aber eigentlich ist es viel mächtiger. Und zwar heißen die nicht Tags, sondern Terms. Man kann nämlich in Drupal Tags auch hierarchisch gliedern. Und das geht sogar so weit, dass ein Tag mehrere Eltern haben kann. Das kann man also gar nicht zum Beispiel in einer Baumstruktur darstellen, weil das gut möglich ist, dass ein Tag eben ja, mehrere Eltern hat. Und wenn es mehrere Eltern hat, kann man es nicht einem Elternelement zuordnen. Dann gibt es Vokabulare, das sind Gruppen von Tags. Und zwar werden bei Drupal nicht einfach alle oder beim Taxonomy-Modul nicht einfach alle Tags in einen großen Topf geworfen, sondern man kann verschiedene Tag-Gruppen, können wir die bezeichnen, erstellen. Und zwar zum einen können wir zum Beispiel Tag-Gruppe machen Länder, wo man dann alle möglichen Länder zum Beispiel vielleicht noch nach Kontinenten geordnet und dann als Kinder von den, von den Kontinenten sind dann die einzelnen Länder beispielsweise. Dann kann man Vokabular erstellen, das zum Beispiel den Typ von einer Veranstaltung deklariert, zum Beispiel als Konferenz oder sonst irgendwas. Okay. Und diese Text kann man halt irgendwie einfach eingeben oder aus vorgefertigten Listen auswählen. Hier ist nochmal veranschaulicht, und zwar habe ich zum Beispiel ein Vokabular Zweigstelle, da habe ich die ganzen Städte drinnen. Das kann ich dann auswählen, da unten. Ich kann aber auch das trotzdem ein Vokabular machen, das im Prinzip als großer Topf ist, und dann kann jeder Benutzer selber irgendwelche Tags eingeben, die dann auch hier autovervollständigt werden, wenn sie schon vorhanden sind. Ja, zu Themes in Drupal. Die Themes legen das Aussehen von einer Seite fest. Themes oder auch Templates, das kann eigentlich relativ synonym verwendet werden. Man kann für Drupal, das ist eigentlich eine Besonderheit, beliebige Template-Engines verwenden. Man kann also das PHP-Template verwenden, das ist das Drupal-eigene Template-System. Man kann aber auch Smarty oder irgendein PHP-Tal oder irgendein beliebiges anderes System verwenden. Man muss es halt bloß in Drupal integrieren und dafür gibt es auch
Schnittstellen, die das relativ einfach ermöglichen. Das Grundkonzept von Drupal ist, dass eine Seite aus Blöcken besteht und dem Hauptinhalt. Das heißt also, man hat zum Beispiel eine Seitenleiste, wo verschiedene Blöcke drinnen sind, oder man kann auch zwei oder drei Seitenleisten haben, und in der Mitte oder irgendwo halt steht dann der Hauptinhalt von der Seite, also beispielsweise der Inhalt von dem Node. Man kann auch einstellen, dass Benutzer aus mehreren Themes auswählen können, wenn man das Ganze will. Man kann es aber auch deaktivieren. Und eine weitere Besonderheit von Drupal in dem Zusammenhang ist, dass das Frontend und das Backend das gleiche Theme haben. Das heißt also, wenn man von der Startseite einfach auf das in den Administrationsbereich geht, dann hat man exakt dasselbe Theme und schaut genauso aus. Man kann es aber auch ändern. Das heißt also, man kann für den Frontend, also für den Bereich, der für normale Besucher sichtbar ist, ein anderes Theme auswählen als für das Backend, als für den Administrationsbereich. Weitere Drupal-Begriffe sind, also neben denen, die ich schon vorgestellt habe, sind Bücher. Das ist im Prinzip eine gegliederte Struktur, man kann es auch als Menüstruktur auffassen. Da ist noch ein kleines bisschen mehr dabei, zum Beispiel Vor- und Zurücklinks. Das funktioniert zwar im Prinzip in keinem Browser außer Opera, aber es ist da. Dann URL-Aliase definieren. Drupal unterscheidet zwischen internen und externen URLs, also interne URLs sind halt auf derselben Webseite. Die kann man, ja. Hä, warum steht das eigentlich dort? Was heißt das? Ich weiß jetzt selber nicht, was ich damit gemeint habe. Eine weitere Besonderheit, die ist, dass Drupal von etlichen anderen Content-Management-Systemen, zum Beispiel Joomla, absetzt, ist, dass man jede Adresse umbenennen kann. Man kann also auch jede beliebige Adresse aus dem Administrationsbereich komplett umbenennen. Oder von irgendeinem Formular kann man wirklich absolut frei anpassen. Dann, was vielleicht auch interessant ist, sind ein paar Informationen zu Drupal 6, das in ein paar Wochen oder Monaten rauskommen soll. Also das ist momentan erst seit ein paar Monaten, ich glaube seit Anfang Juli im Bugfix-Mode, also das ist noch nicht irgendwie überlangfällig. Weil Drupal 6 ist starker Fokus auf Internationalisierung gelegt worden, das heißt also, es sind inzwischen auch Möglichkeiten da, die Website oder einzelne Beiträge, also Notes, in andere Sprachen zu übersetzen. Und generell ist in dem Bereich ziemlich viel getan worden. Derjenige, der es hauptsächlich vorangetrieben hat, hält dazu auch noch einen Vortrag morgen, allerdings auf Englisch. Das ist der Gabo Hoitzi. Das ist, Human Language Support heißt diese Präsentation. Dann gibt es ein komplett neues Menüsystem. Und im Menüsystem kann man verstehen, wir jetzt nicht einfach bloß so eine Seitenleiste mit ein paar Menüpunkten, sondern man kann es eigentlich mehr als Dispatching-System, falls es jemandem was sagt, verstehen. Das heißt also, wenn ich eine Anfrage stelle an den Webserver, dann benutzt er das Menüsystem, um herauszufinden, was er eigentlich tun muss. Und das ist das Menüsystem in Drupal 6. Das Problem mit dem vorherigen Menüsystem war, das hat zwar einigermaßen funktioniert, aber derjenige, der es geschrieben hat, ist nicht mehr in Drupal aktiv und so richtig verstanden hat es niemand, wie das vorher funktioniert hat. Und das jetzige System ist deutlich besser dokumentiert und auch hat weniger Sachen, die sich unvorhergesehen verhalten. Dann, OpenID ist standardmäßig in Drupal 6 integriert. Das heißt also, wenn man Drupal-Seite Drupal 6 installiert, dann ist OpenID, soweit ich weiß, auch standardmäßig aktiviert. OpenID ist so ein verteiltes Authentifizierungssystem. Das heißt also, man braucht bloß nur einen Benutzer-Account, um sich bei allen möglichen Webseiten anzumelden. Es benutzen zum Beispiel Webseiten, wie ich glaube, AOL benutzt, WordPress.com benutzt das Ganze und das werden hoffentlich in Zukunft auch mehr. Dann natürlich Performance-Verbesserungen und haufenweise von neueren von Änderungen unter der Haube, die man jetzt nicht alle einzeln aufzählen könnte.
Das ist im Prinzip das große Ganze neben den Sachen, eben neues Menüsystem und Internationalisierung, was Drupal 6 besser macht als Drupal 5. Und ja, das wird in den nächsten Monaten erscheinen vielleicht. Ich würde schätzen, so Ende September, Anfang Oktober. Vielleicht klappt es bis dahin, vielleicht dauert es auch noch ein paar länger, aber schaut momentan, glaube ich, ganz gut aus. Wichtig bei Drupal ist auch, dass es keine feste Roadmap gibt. Also wenn es ist nicht irgendwie festgelegt, was jetzt im nächsten Drupal Release drinnen sein muss, damit das Ganze veröffentlicht werden kann, sondern es ist eher so, dass jeder eben genau das programmiert, was er braucht und versucht halt eben das in Drupal Core reinzubringen. Und wenn sich niemand um irgendeine bestimmte Sache kümmert, dann wird es halt auch nicht getan. Das zeigt aber auch, dass sich niemand darum kümmert, dass es nicht wichtig ist. Also insofern relativiert sich das auch wieder. Ja, ich habe jetzt ziemlich genau eine halbe Stunde gebraucht für die Präsentation, aber jetzt kommt der zweite Teil und zwar, oder eigentlich der dritte Teil, und zwar die Installation von Drupal. Das Ganze zeige ich am besten direkt und nicht irgendwie als Präsentation, weil es einfach ist, wenn wir das so sehen können. Maus. Ach, da ist meine Maus. Okay. Okay, also erstmal gehen wir auf drupal.org und laden uns die neueste Drupal-Version runter. Okay, entpacken das Ganze. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir das irgendwo auf dem Webserver drauf bekommen. Das Ganze mal da rein. Host müsste ich schon angelegt haben. Jetzt müssen wir noch. Das hätte ich schon zuvor machen können, aber jetzt muss man Apache noch ändern. Ist das die richtige? Ja. Also ganz normal irgendwie virtuellen Host erstellen oder wer das auf seinem Webhost oder was schon hat, braucht sich um das Ganze gar nicht zu kümmern. Dann müssen wir Apache noch starten. Und dann funktioniert das Ganze hoffentlich. Okay, schaut gut aus. Müssen wir erstmal durchlesen. Drupal Installer requires write permissions. Und zwar müssen wir diese Datei Sites Default Settings PHP so anlegen, dass der Webserver die beschreiben kann. So gehe ich da jetzt mal rein. Settings PHP. Read write. Dann starten wir das Ganze neu. So die ganzen Fehler mal. Das sind lauter Fehler, die davon rühren, dass Drupal 5 noch nicht e-all kompatibel ist, falls es jemandem was sagt. Also das wird in Drupal 6 nicht mehr der Fall sein. Das ist darauf ausgelegt, dass es keine Notices, PHP-Notices, falls ihnen das was sagt, produziert. Das Ganze weg. Datenbank müssten wir noch anlegen. Dann den Datenbankname ist Drupal Test, Benutzername gebe ich jetzt was ein, wo ich weiß, dass es funktioniert. Okay, dann kann man da noch andere Sachen einstellen, zum Beispiel an den Datenbank-Server. Wenn man mehrere Drupal-Installationen in einer Datenbank haben will, kann man auch Tabellen, Präfixe eingeben und so weiter. Das machen wir jetzt alles selber nicht. Und speichern das Ganze einfach. Okay, Drupal-Installation complete. Hört sich schon mal gut an.
Dann diese Settings PHP, wo jetzt die ganzen Zugangsdaten drinnen stehen, die setzen wir wieder auf nur lesen, damit da niemand irgendwelche Sachen rumändern kann. Okay, gut. Und dann können wir auf Drupal, auf die Website gehen. Und zwar, das ist jetzt die Standardinstallation von Drupal. So schaut das Ganze aus. Okay, als erstes müssen wir einen Administrator-Account erstellen. Okay, Passwort ist das. Das ändern wir gleich mal. Nicht, dass ich mich danach auslogge und dann auch noch das Passwort nachschauen muss. Okay. So schaut jetzt der Administrationsbereich von Drupal aus. Oh, wir haben ein oder mehrere Probleme mit der Drupal-Installation. Gehen wir gleich mal drauf. Ah, okay. Und zwar, Drupal benötigt cron. Das bedeutet also, man muss regelmäßig die Datei cron.php eben, das ist dann php ausführen. Ja, das sieht man jetzt nicht viel, aber das ist halt diese cron-Datei, die alle möglichen Sachen erledigt, wie zum Beispiel die Website indiziert, also damit man mit der Suchmaschine eben auch Sachen finden kann und irgendwelche alte Logs entfernt und so weiter. Wenn man es nett macht, dann funktioniert halt zum Beispiel die Suche nett, ist jetzt aber nicht grundsätzlich schlimm. Ja, wenn man Suche benutzen will, dann muss man das Ganze halt aktivieren. Dann die zweite Fehlermeldung hier ist das File-System. Wir können da momentan noch nicht draufschreiben, weil das Verzeichnis Files noch nicht existiert. Das legen wir jetzt gleich mal an. Und zwar einfach im Hauptordner von Drupal an Ordner Files. Das ist standardmäßig, das kann man auch ändern, wenn man will, aber ich lasse das einfach mal so. Und das Ganze muss halt auch vom Webserver beschrieben werden können. Und wenn wir das aktualisieren, ist alles okay. In diesem Files-Verzeichnis legt Drupal sämtliche Dateien ab, die man hochlädt, zum Beispiel mit dem Upload-Modul oder ja, alle möglichen anderen Support-Files, die es eben dynamisch generiert. Das heißt also, das ist alles in einem Punkt lokalisiert und nicht über die ganze Drupal-Installation verteilt. Das hat auch den Vorteil, dass in diesem Files-Verzeichnis, sieht man jetzt hier nicht, aber ist eine htaccess-Datei generiert worden, wo drinnen steht, dass in diesem Verzeichnis kein PHP-Code ausgeführt werden kann. Und Apache hat so eine tolle Funktion, und zwar wenn eine Datei mehrere Erweiterungen hat, zum Beispiel .php.txt, dann schaut es erstmal, ja okay, ist eine txt-Datei, aber es könnte auch eine PHP-Datei sein, und wenn es das ist, dann führt es das aus. Und es ist halt blöd, wenn Benutzer so txt-Dateien, okay, geht einfach durch den Drupal-Installer, weil es ja keine schlimme Datei, wird da reingespeichert, aber kann dann trotzdem ausgeführt werden. Und das ist nicht so toll. Es gibt etliche Content-Management-Systeme, die so angreifbar sind. Da muss halt Apache konfiguriert sein dementsprechend. Das ist aber, glaube ich, bei den meisten sogar standardmäßig der Fall. Also da ein wenig vorsichtig sein. Okay, dann haben wir hier den Administrationsbereich. Als erstes, das Ganze ist noch in Englisch, machen wir das Ganze mal auf Deutsch. Und zwar müssen wir da auf drupal.org noch das deutsche Sprachpaket runterladen. Translations, da haben wir es ja. Okay, 5, also wir haben jetzt Drupal 5 installiert. Dann laden wir mal die 5 runter. Okay. Und Drupal auf Deutsch zu bekommen, müssen wir erstmal in den Modulen, also Site Building Modules, müssen wir das Locale-Modul für die Lokalisierung aktivieren. Und auf Speichern klicken. Okay, dann können wir in Site Configuration gehen, Localization. Import wollen wir machen, und zwar wählen wir da dann die Datei aus, depo, import into. Genau, Deutsch wollen wir es haben. Okay, dann dauert das Ganze ein paar Sekunden. Und dann successful imported, 2400 Strings haben wir da drinnen. Dann aktivieren wir das und setzen es als Standard. Und dann haben wir das Ganze auf Deutsch. Okay,
Jetzt können wir mal weitermachen. Und zwar, Drupal hat vier große Administrationsbereiche. Und zwar, das ist zum einen die Inhaltsverwaltung, die Strukturierung von der Seite, Einstellungen und die Benutzerverwaltung. Ich fange mal mit den Strukturierungen an. Und zwar, Strukturierungen sind ja quasi große Konfigurationspunkte, also ja, die Unterscheidung zwischen Einstellungen und Strukturierung ist ein bisschen willkürlich. Ja, in Strukturierung sind also Sachen drin, wie eben diese Blöcke, welche Blöcke erscheinen, da kann ich jetzt mal drauf gehen. Da habe ich schon standardmäßig alle möglichen Blöcke drinnen. Die neuen Mitglieder, jetzt noch auch mal die linke Seitenleiste. Jetzt ganz unten habe ich da einen Block, wo die ganzen neuen Mitglieder angezeigt werden. Da sind aber momentan noch nicht viele Blöcke drin, weil ich nicht viele andere Module aktiviert habe. Je mehr Module man aktiviert, desto mehr Blöcke erscheinen da, die man aktivieren kann. Und wenn man zum Beispiel Menüs erstellt, eigentlich, dann werden die auch als eigener Block bereitgestellt, den man dann irgendwo als Menü zum Beispiel jetzt in die rechte Seitenleiste reinstellen kann. Ich kann aber auch eigene Blöcke schreiben. Und da haben wir wieder unser Eingabeformular. Für eigene Blöcke ist es zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn man da PHP-Code verwenden kann, weil man da dann ja, halbwegs dynamische Inhalt in so einem Block anzeigen kann. Das ist aber eigentlich generell empfehlenswerter, eigene Blöcke als Modul zu erstellen, weil man dann eben dieses PHP-Eingabeformat nicht aktivieren oder verwenden muss. Ich könnte jetzt hier einfach was reinschreiben. Okay. Das Ganze. Ah, ne, wir können sogar mal PHP verwenden. Okay. Dann haben wir den Block da, rechte Seitenleiste. Und haben wir das aktuelle Jahr, beispielsweise jetzt, als schnelles Beispiel. Okay. Dann der nächste ist das Menü. Da haben wir dieses ganze Navigationsmenü haben wir auch drinnen. Also dieses Menü, was wir da an der Seite sehen, das Administrationsmenü, ist auch einfach ein ganz normales Menü, mit dem man genau dieselben Sachen machen kann wie andere Menüs. Man kann aber auch eigene Menüs erstellen und dann da Menüpunkte hinzufügen. Ja, okay. Module waren wir vorhin schon drauf, zeige ich jetzt nicht. Bei Themes gibt es verschiedene Standard-Themes, die schon in Drupal dabei sind, die man aktivieren und konfigurieren kann. Man kann aber auch auf Drupal.org gehen und da auf jeden Fall kann man weitere Themes runterladen. Man kann da bei Themes alle möglichen Sachen einstellen, wie zum Beispiel, ja, ob das Suchfeld erscheinen soll. Ach, das unterstützt das Theme jetzt wieder nicht. Warum unterstützt das nicht? Aber das kann sein, dass das Suchmodul nicht aktiviert ist, genau. Ja, wenn wir das Suchmodul aktivieren, dann wird es vermutlich funktionieren. Okay. Genau, Suchfeld ist standardmäßig aktiviert und schon da oben drinnen. Was interessant an Drupal 6 ist, an Drupal 5 ist, dass man auch die Farbe von Themes verändern kann, wenn die das unterstützen. Da kann ich hier zum Beispiel einfach beliebige andere Farbe auswählen. Ich hänge das Ganze mal zusammen, damit sich das alles ändert. Kann da selber auswählen, was für Farben ich haben will und eventuell auch dann Textfarbe selber anpassen. Mal ganz schwarz. Und da kann man auch sowas verwenden. Auf jeden Fall, man kann diese Farben anpassen. Das muss das Theme aber dazu unterstützen. Es gibt momentan leider noch nicht viele Themes, die das unterstützen. Das Standard-Theme Garland, was ich hier habe, ist eins der wenigen. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere. Ja, weiß nicht warum. Vermutlich, weil es relativ schwierig ist, ein Theme zu basteln, wo man auch noch die Farbe konfigurieren kann, weil das auch nicht ganz einfach ist, weil man alle möglichen Sachen eben beachten muss. Okay, dann weiter zur Inhaltsverwaltung. In der Inhaltsverwaltung werden halt die ganzen Nodes angezeigt, wenn ich jetzt Beiträge hätte. Ich gehe jetzt mal auf Inhalt erstellen und mache da ein Node. Dann haben wir hier den
Aston Node. Und zwar können wir dann alle möglichen Sachen haben. Moment. Ich installiere jetzt ein neues Modul, und zwar neue Module kann man einfach in Sites all und dann Modules reinstellen. Und zwar gehe ich jetzt dann auf Strukturierung, Module und kann dann da unten Development das auswählen. Das ist jetzt das Development-Modul, was ich installiert habe. Das hilft, wenn man zum Beispiel selber Module entwickeln muss, weil es alle möglichen Hilfsfunktionen dazu bereitstellt. Ich habe das jetzt aber installiert, dass ich hier Generate Content machen kann. Und zwar kann ich damit dann Beispiel-Content generieren. Eben um das jetzt zu demonstrieren. Dann habe ich auf der Inhaltsseite habe ich die ganzen Nodes. Und was auch praktisch ist, das sind jetzt lauter Checkboxen. Das kann man aber auch, wenn man Shift drückt, kann man alle dazwischen markieren. Das ist ganz praktisch, wenn man mehrere auswählen will. Normalerweise klappt das eben nicht. Okay, dann kann man eben Kategorien, das ist das Taxonomy-System. Da kann man dann neues Vokabular hinzufügen. Da kann jetzt alle möglichen Sachen auswählen, und zwar erstmal welche Inhaltstypen, also welche Typen von Nodes des so Taxonomies, Terms von diesem bekommen können. Da wähle ich jetzt mal bloß Page auf. Das heißt also, ich kann nur Typen vom Nodes vom Typ Page diese Taxonomy Terms verpassen. Dann kann ich verschiedene Hierarchien auswählen. Das Mehrfachhierarchie ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass Taxonomy Term mehrere Eltern haben kann. Wird aber relativ selten verwendet. Dann kann man auch Free-Tagging aktivieren, also freies Zuweisen von Kategorien. Da kann man dann einfach beliebige Tags eingeben und alle möglichen anderen Sachen, ob jeder Benutzer einen Tag auswählen muss oder nicht und so weiter. Okay, dann haben wir das Ganze hier auch noch für Kommentare. Da haben wir jetzt auch haufenweise Kommentare schon drinnen. Da kann man auch alle möglichen Sachen einstellen, wie die angezeigt werden sollen und so weiter. Das ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn sich das jeder selber durchliest, weil das jetzt zu erklären wird viel zu lange dauern. Bei den Einstellungen gibt es auch noch mehrere interessante Sachen, und zwar zum einen die lesbaren URLs. Da klicke ich jetzt hier erstmal auf URLs testen, funktioniert. Wenn ich das aktiviert habe, Moment, ich gehe mal auf noch auf hier. Und dann habe ich es noch so, Fragezeichen Q ist und dann eben der Drupal-Pfad. Weil nicht auf jedem System eben diese suchmaschinenfreundlichen oder sauberen URLs funktionieren. Wenn es aber funktioniert, also wenn ModRewrite installiert ist, dann kann ich das auch aktivieren. Und dann, wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, dann bin ich direkt auf Admin und habe nicht mehr dieses Fragezeichen und den Parameter hinten dran. Dann kann ich eben Eingabeformate konfigurieren oder erstellen. Da kann ich dann zum Beispiel auswählen, was für Filter da rein sollen in das Eingabeformat und dann später auch konfigurieren, zum Beispiel bei dem Filter HTML, was für HTML-Tags ich erlauben will und welche nicht und so weiter. Darum Uhrzeit kann man konfigurieren, wie das angezeigt werden soll. Wir sind jetzt da in der Zeitzone, brauchen wir auch nicht. Und dann wählen wir das Verdammungsformat aus und noch viel mehr. Und dann werden halt sämtliche Daten auf der Website eben in diesen Datumsformaten angezeigt, wenn der Autor von dem Modul das eben auch so programmiert hat, dass es eben diese Standardformate da benutzt. Ja, Benutzerverwaltung. In Drupal kann jeder Benutzer beliebig viele Rollen haben, nennt sich das. Standardmäßig gibt es bloß anonyme Benutzer und Authenticated User, also angemeldete Benutzer ist es. Ich kann es aber auch noch Redakteur hinzufügen und dann bei den bei Zugriffskontrolle kann ich dann für Redakteur auswählen, was der machen kann. Der kann zum Beispiel auch Inhalt verwalten, das heißt also beliebige Nodes ändern.
Oder wenn ich das nicht haben will, dass er alles ändern kann, dann kann er zum Beispiel den Inhalt von Seiten, von allen Seiten verändern oder bloß von eigenen Seiten und so weiter. Da gibt es dann auch noch Module, die man runterladen und installieren kann, die das Ganze noch viel weiter treiben, wo man dann für jeden Node extra festlegen kann, welche Rollen den wie bearbeiten dürfen und so weiter. Das ist aber nicht standardmäßig integriert. Und hier kann ich eben alles einstellen, was die Benutzer von meiner Seite tun dürfen. Und wenn sie es nicht tun dürfen, dann funktioniert es halt nicht. Mit den Rollen ist es so, dass jeder Benutzer, wenn er mehrere Rollen hat, bekommt er eben die Kombination aus allen Berechtigungen. Das bedeutet, Kombination aus allen Berechtigungen von allen Rollen. Das heißt also, wenn eine Rolle das darf und die andere Rolle nicht, dann darf der Benutzer, der beide Rollen hat, kann das machen. Okay, das waren jetzt erstmal die Core-Module. Gut 10 Minuten haben wir noch. Jetzt wird es richtig interessant, und zwar die anderen Module, und zwar werde ich jetzt zum ersten zeigen, das CCK, ist Drupal.org. Gehe ich jetzt und lade es runter. Module. CCK 75. Das heißt also, es gibt 75 Module, die was mit CCK zu tun haben. Wir müssen jetzt aber erstmal das Hauptmodul finden. Okay, da haben wir es. Okay, und zwar gibt es da verschiedene Veröffentlichungen. Ich lade jetzt mal offizielles Release, die 5.0 oder 5x. Also 5x bedeutet, dass es für jedes Release innerhalb von der 5er Serie verwendet werden kann. Und zwar dann die 1.6.1 Runde ist das momentan. Okay. Das Ganze entpacken. Dann haben wir das da drauf. Jetzt müssen wir das Ganze noch installieren, wie vorhin schon das andere. Einfach in den Ordner reinziehen. Und Strukturierung Module. Da oben haben wir es ja. Das CCK Standardmodul heißt Content. Und da aktiviere ich jetzt noch ein paar andere Sachen, damit wir später was zu sehen haben. Ja, genau. Okay. Welches Cookie? Was meinen Sie? Ach, Content Copy, das ist, und zwar, man kann ja mit diesem CCK-Modul, kann man eben eigene Inhaltstypen erstellen, und das Content Copy-Modul ermöglicht eben, das zu exportieren. Das heißt also, man kann diese Definition von dem Inhaltstyp exportieren und dann von einer anderen Seite wieder importieren, dass man das Ganze nicht selber neu zusammenklicken muss, weil das teilweise ein wenig aufwendig ist, wenn man große hat. Okay, ich habe das jetzt aktiviert. Und man sieht auch da, wir haben auch da Abhängigkeiten drin. Das heißt also, ich kann das jetzt momentan nicht deaktivieren, weil die ganzen anderen Module von dem CCK-Hauptmodul abhängen. Okay, ich gehe jetzt auf Inhaltsverwaltung. Und zwar schaut noch ziemlich genauso aus wie zuvor da in der Seitenleiste. Auf Inhaltstypen gehe ich jetzt, das war vorhin auch schon da. Allerdings war da dieses Feld noch nicht da. Ich gehe jetzt mal auf den Standardinhaltstyp. Ich kann also auch jederzeit weitere Inhaltstypen hinzufügen. Bearbeite jetzt mal diesen standardmäßigen Typ. Jetzt habe ich da oben jetzt alle möglichen Optionen. Die sind ohne das CCK-Modul nicht da. Ich gehe jetzt mal auf Feld hinzufügen. Und dann kann ich hier auswählen. Ich will Textfield, einfach ganz normales. Wie können wir das nennen? Ach, nehmen wir das einfach irgendwie. Okay, da kann ich jetzt verschiedene Sachen für dieses Feld auswählen. Zum Beispiel, wie viele Zeilen das Textfeld hat, ob es erforderlich ist, ob man zum Beispiel auch mehrere Textfelder von diesem gleichen Typ haben kann, alle möglichen Sachen. Und ja, kann ich hier auswählen. Okay, wenn ich jetzt auf Inhalt erstellen gehe, Page, dann habe ich da dieses ISDF-Feld. Das habe ich gerade eben hinzugefügt. Und da kann das Ganze dann auch in Label. Ich mache es wieder so. Ich zeige es jetzt mal von der Website, wie komplexe Felder, komplexe CCK-Nodes ausschauen können. Da
gibt es vermutlich noch viel, viel komplexere, zum Beispiel, ja, aber jetzt geht das Internet wieder nicht. Doch. Okay. Schauen wir mal, ob ich reinkomme. Okay, dann ist das Passwort doch schon geändert. Mist. Also das ist bei der Website von meiner alten Schule, aber haben wir schon das Passwort schon geändert. Okay, kann jetzt doch nicht zeigen, schade. Auf den Inhaltstypen, da kann man dann auch, wenn das Ganze, Moment, nein, da muss ich rein, da auf Page. Wenn das Ganze dann komplex ist, wenn man da noch 20 weitere Felder hat, wo man alle möglichen Sachen eintragen kann, kann man dann das Ganze auch gruppieren. Nehmen wir mal das Feld unwichtig, das ist standardmäßig, ich mache jetzt mal das Ganze collapsible, das heißt also zusammenklappbar. Da habe ich jetzt dieses Feld und wähle das Google unwichtig aus. Okay, wenn ich jetzt dann auf Inhalt erstellen gehe, Page, dann ist das Ganze in so einem Textfeld drinnen, das ich eben auch zusammenklappen kann. Das kann ich so einstellen, dass es standardmäßig zusammenklappt ist und so weiter. Auf Feld hinzufügen kann ich hier auch alle möglichen Checkboxen und so weiter verwenden. Und ja, damit das Ganze dann auch anständig angezeigt wird, ist es meistens erforderlich, dass man selber im Theme das so schreibt, dass eben dass es auch so angezeigt wird, wie man will. Das gibt also nicht, ich glaube, es gibt ein Modul, das das macht, aber nicht so wirklich empfehlenswert, das, wo man dann auswählen kann, wie das angeordnet wird, wie die Daten eben angezeigt werden sollen. Normalerweise, standardmäßig wird es eben so angezeigt, halt eins unter dem anderen. Da wird die Beschreibung vom Feld angezeigt und dann der Wert vom Feld. Das ist aber meistens nicht so wirklich toll, wie man es will, und deswegen ist es halt eben erforderlich, dass man eben das Theme anpasst, dass das so angezeigt wird, in, wie man will. Also HTML-Code, dass es dann eben genauso ausschaut, wie man sich das vorstellt. Okay, dann das zweite interessante Modul ist Fuse. Und zwar, da muss ich jetzt durchklicken, um das zu finden, aber so geht es schneller. Jetzt mal auf Download. Einfach auch reinziehen und das Ganze hier aktivieren. Ja. Ja. Wie viel kann man überziehen? Natürlich nur zum nächsten Vortrag. Obwohl, okay, gut, dann lasse ich das mit den Views und schau, ob Fragen da sind. Wenn keine da sind, können wir es noch sagen. Okay, ja, bitte. Es gibt, soweit ich weiß, auch Modul, das eben so CCK-Felder bereitstellt für Videos. Dann gibt es auch welche für Sounddateien, für alle möglichen Sachen. AM-Field. Aber es gibt so um die 1000 Module für Drupal und da wird es teilweise ein schwierig, einen Überblick zu bewahren. Also es gibt mit Sicherheit ein Feld, wo man auch Videos einbinden kann. Und Robert sagt ja auch, dass es sowas gibt. Ja, also mich würde es wundern, wenn es sowas nicht geben würde. Ja, weitere Fragen? Ja. Bei dem Drupal-Modul, findet da eine irgendwie Art der Qualitätskontrolle statt oder kann jeder ein Modul auf die Webseite stellen? Es kann jeder Modul auf die Webseite stellen, es findet keine Qualitätskontrolle statt. Das wäre viel zu aufwendig bei so vielen Modulen. Und das wird vermutlich auch
eben die Geschwindigkeit wahnsinnig runterbremsen, wenn man jedes Modul kontrollieren würde, bevor es eben auf die Website draufkommt. Also da muss man aufpassen bei manchen Modulen. Es kann sein, dass es Sicherheitslücken gibt. Allerdings, sobald diese Sicherheitslücken bekannt werden, dann werden die auch auf der Sicherheitsmailingliste, also es ist sehr empfehlenswert, wenn man Drupal benutzt, dass man sich da registriert, angekündigt. Das passiert allerdings nicht wirklich häufig, vielleicht alle 2 Monate mal, dass irgendein Modul eben als Sicherheitslücke gefunden wird, weil Drupal eben standardmäßig schon relativ viele Fangnetze bereitstellt. Also wenn man normalen Text ausgibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der schon durch ein paar Filter gelaufen ist. Und man muss schon wirklich suchen, damit man eben direkt Daten, also man muss halt im Prinzip schon Echo, Post und dann irgendwie eine Variable schreiben, damit da Code irgendwie solche Lücken reinkommen können. Ja. Es arbeiten im Moment ein paar Leute, es wird bald so ein Module-Metrics-System geben, wonach man eigentlich die Qualität eines Moduls ein bisschen einschätzen kann. Wie oft wird daran gearbeitet, wie groß Support-Queue ist und Kommentare und so weiter. Also das kommt eigentlich. Ja, da wird halt dann versucht, so ein Wertungssystem für Module zu entwickeln, anhand von diversen Parametern, ja. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass die ständig weiterentwickelt werden. Und wenn das Buch rauskommt, kann es sein, dass es schon wieder 2 neue Versionen gibt davon. Ja, also ich und die ja. Also man kann sagen, dass dass die wichtigsten, die ich sage jetzt mal großen Module wie zum Beispiel CCK und Fuse im Prinzip sicher sind, weil die von Tausenden Leuten benutzt werden. Und wenn da irgendwas drinnen wäre, dann würde das normal relativ schnell gefunden werden. Weil die ja auch auf großen Webseiten MTV oder NowPublic oder irgendwelchen anderen Webseiten laufen. Und wenn da Mod-Sicherheitslücken drinnen wären, dann, ja. Wann soll das etwa rauskommen? Halbes Jahr rechne ich. Also kurz nach der Version 6. Ja, noch Fragen? Keine? Okay. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal.